Es ist soweit. Nein, es ist nicht soweit. Es ist ein neuer Tag, ein Mittwoch. Und mittwochs gibt es eigentlich kaum Videos. Aber ich habe ja versprochen, dass wir das Video von Zusammengewürfelt euch präsentieren. Und ja, da dachte ich mir, der Mittwoch ist gut, weil dienstags gibt es immer was gespielt und donnerstags ein Buch. Also der mittlere Tag, der Mittwoch vor dem Wochenende, vor dem Osterwochenende, wollte ich euch auf jeden Fall nochmal das Zusammengewürfel zeigen, denn wir haben es am Wochenende besucht und ja, jetzt gibt es für euch das Video, worauf ich mich wirklich sehr freue. Denn das es ist total schwierig auszudrücken, weil bei uns heißt es halt zusammengewürfelt. Also bei dem Zusammengewürfelt, es ist ein Brettspielcafé, man kann dort was essen, was trinken und spielen. Und vor allem kann man sich Brettspiele erklären lassen. Aber ob sie alle Spiele erklären können oder nicht, werdet ihr jetzt sehen. Ja, wir sind jetzt beim Zusammengewürfelt. Wir haben es geschafft. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ist so, also so ein bisschen futuristisch. Man kommt hier ein bisschen hoch. Man hat unten echt eine Menge Parkplätze, sind aber auch Hotels und weiß ich, was die hier drin sind. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal rein, was das Zusammengewürfelt so an coolen Spielen uns bietet und wo wir uns, also wir haben ja auf jeden Fall einen Tisch gemietet und reserviert und werden mal gucken, was die so, ja, uns anbieten können und wie der Service ist. Jetzt sind wir zusammengewürfelt und ein wunderbarer Mitarbeiter steht vor uns, der uns ein paar Sachen, ja, Fragen und so weiter beantworten möchte. Denn wir haben einige Fragen und zwar eine Frage ist erstmal, wer bist du? Ich heiße Colin, ich arbeite hier seit Eröffnung des Ladens, erst als Aushilfe, jetzt als Teilzeit und ja, bin ein ziemlicher Spielefanatiker, deswegen habe ich mich gleich gemeldet, als ich gesehen habe, dass der Laden aufmacht, dass ich hier arbeiten möchte. Und so kommt es, dass ich jetzt meine Tage damit verbringe, Leuten Spiele zu erklären. Oh, sehr cool. Okay, und was machst du sonst in deiner Freizeit, außer Spiele spielen? Spiele spielen verbraucht sehr viel Zeit. Ich mache auch gerne Sport, schaue gerne Filme. Das sind so eigentlich die üblichen Sachen, würde ich fast sagen. Also ein richtiger Nerd. Ja, okay, sogar was auch was drin. Okay, so, dann mal die erste Frage, wenn wir jetzt im Zusammengewürfelt sind. Was sind denn so die ersten oder die meisten Spiele, die ihr hier vorstellen müsst? Gibt es da irgendwelche Sachen, die ihr ständig vorstellt, wo ihr dann auch wirklich sagt, ey, man kann es jemand anderes übernehmen, weil ich es jetzt zum 7. Mal in der Woche schon vorstelle, weil es jemand spielen will? Also irgendwie habe ich Spaß daran, Spiele zu erklären und auch wiederholt zu erklären. Insofern passiert mir das echt selten. Okay. Was aber echt oft erklärt wird, ist, was wahrscheinlich niemand wundert und was wahrscheinlich jeder von euch schon kennt, Magic Maze. Ja. Das muss ich, denke ich, nicht weiter vorstellen, aber das wird hier extrem viel gespielt. Okay. Ist auch ein gutes Spiel, das man Einsteigergruppen empfehlen kann, deswegen empfehlen wir das auch so oft. Ein anderes, das dauernd gespielt wird, das man vielleicht nicht so sehr kennt, ist Burgle Brothers, wie ihr davon schon gehört habt. Okay, also gehört habe ich schon. Worum geht's da? Also es ist eigentlich ein kooperatives Spiel, ein kooperatives Einbruchsspiel. Man muss in eine Bank einbrechen, hat 3 Stockwerke. In jedem Stockwerk muss man irgendwie nicht die Alarme auslösen, sondern den Tresor finden, knacken und weiter nach oben und sich nicht von Wachmännern erwischen lassen. Es ist ein wirklich gutes Spiel, also wirklich sehr intelligent designed und deswegen empfehlen wir das auch sehr gerne, ist aber ein bisschen komplizierter als Magic Maze, muss man schon dazu sagen. Und ist es auch für große Gruppen geeignet oder ist es für 2 Personen gar nicht geeignet zum Beispiel? Bis zu 4 Spieler geht es, also 1 bis 4 Spieler. Okay, alles klar. Spiel. Für größere Gruppen, was wir dauernd erklären müssen, wundert wahrscheinlich auch niemanden, Codenames. Ja. Sage ich auch nicht viel mehr dazu, das kennt auch jeder. Aber das ist so das Standardspiel für größere Gruppen und kommt auch sehr gut an. Pandemie wird auch jeder kennen. Das kommt auch oft auf den Spieltisch hier. Es sind schon viel die bekannten Standardspiele. Wir kriegen hier viele Gruppen, die nicht so die
die daheim nicht so viel spielen. Okay. Und dann, sage ich mal, nur eine Katan und Monopoly, die Klassiker kennen. Und dann aber herkommen, sehen, oh, es gibt viel mehr Spiele und hey, davon habe ich schon mal gehört, wollen wir nicht das ausprobieren? Und so kommt man dann schon darauf, dass sie an einem Regal stehen, ah, Pandemie habe ich schon mal gehört, Azul habe ich schon mal gehört und das dann ausprobieren wollen. Ansonsten werden auch ziemlich viele Klassiker gespielt, also Monopoly-Risiko sieht man immer wieder. Okay. Ein Spiel, an das ich jetzt gar nicht gedacht habe, gerade vorher, ist mein Network. Das ist, glaube ich, auch zurzeit ein bisschen am Hype, dazu muss ich auch nicht viel mehr sagen. Macht mir auch sehr viel Spaß. Ein sehr schönes, einfaches Spiel, in dem ich furchtbar schlecht bin. Aber das macht trotzdem Spaß. Okay, dann hast du denn so ein Top-Spiel oder Top-Spiele, die dich wirklich fesseln, wo du sagst, ey, die spiele ich echt am liebsten. Am liebsten könnte ich die jeden Tag auf den Tisch einfach mal packen und wieder spielen, wenn ich nicht hier arbeiten müsste. Wollte. Ich schau gerade, jetzt habe ich es vergessen. Jetzt steht es natürlich nicht hier im Regal, sondern im anderen. Ja, na, dann gehen wir einfach mal hinterher. Kein Problem. Also mein Lieblingsspiel, was leider sehr selten oder was ich noch nie gesehen habe, dass irgendwer spielt, ist das hier, Diplomacy. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nein. Ist das ein, ich glaube, es wurde hier noch nie gespielt. Ich glaube, es ist noch original eingestanzt, die Teile. Oh nein, inzwischen wurde es anscheinend gespielt. Letztes Mal, als ich reingeschaut habe, war das alles noch nicht ausgestanzt. Und es ist ein ziemlich altes Spiel. Ich habe die alte Version da rein. Die ja. ist irgendwie aus den 60ern oder 70ern. Aha. Wie erklärt man es am besten? Das Setup ist wie bei Risiko. Es geht darum, die Vorherrschaft über Europa zu bekommen. Spielt 1901. Also mit den Großmächten vor dem Ersten Weltkrieg. Und es gibt keine Würfel, kein Glück. Und das, was mich bei Risiko alles stört, ist da nicht mit drin. Es geht im Endeffekt darum, mit anderen Leuten zu verhandeln. Jeder Spieler hat drei Einheiten auf dem Spielfeld am Anfang. Und man kann in jedem Land nur eine Einheit haben und man kann nur mit Übermacht ein anderes Land erobern. Das heißt, um irgendwas zu erobern, braucht man Hilfe von seinen Mitspielern. Mm. Und man hat dann immer Verhandlungsphasen, in denen man verhandelt und sagt, ich helfe dir, du hilfst mir. Dann schreibt jeder geheim seine Befehle an seine Truppen auf und dann fällt man sich gegenseitig in den Rücken. Oh, okay. Und es ist ein Spiel, bei dem man Freunde verliert. Es ist ein langes Spiel, es ist ein großes Spiel, aber es macht mir unglaublich viel Spaß. Das einzige Problem, man braucht 5 bis 7 Spieler und in der Regel 3 Stunden oder mehr Zeit. Okay. Also kommt man echt selten dazu, es zu spielen. Und das finde ich ein bisschen schade, aber nein. Okay. Also mehr freue ich mich, wenn ich das mal wieder spielen kann. Ja, das ist cool. Also für alle, die mal Zeit und Lust haben, kommt zum Zusammengewürfelt und dann wird gespielt. Spiel das mit Fremden, nicht mit Freunden. Oder nicht mit Freunden, die ihr danach noch haben wollt. So, was habt ihr denn so im Angebot eigentlich jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten? Gibt es irgendein Event, was ihr hier habt, wo man auf jeden Fall sich einen Tisch reservieren sollte, weil man sonst keinen Platz mehr findet? Also das nächste größere Event ist unser Osterfrühstück. Mhm. Das haben wir am Samstag, am Ostersamstag, nicht am Sonntag, weil Ostersonntag will jeder daheim irgendwie seinen Lunch machen. Deswegen haben wir gedacht, machen wir es am Samstag. Da kann man Karten kaufen, kostet 19 Euro, da ist Spielzeit mit drin, da ist Frühstück mit drin, Sekt, Orangensaft natürlich. Karten kann man hier im Laden kaufen oder man kann es reservieren unter Anmeldung zusammenwürfel.de. Mhm. Die Infos dazu gibt es auch auf der Facebook-Seite und auf unserer Website. Was wir dazu planen, ist eine Ostereiersuche, wo wir hölzerne Ostereier in den Spielen irgendwo verstecken. Ich sage jetzt noch nicht, in welchem Spiel. Und wenn man beim Spielen zufällig ein Osterei findet, dann kann man Preise gewinnen. Wow, cool. Also das wird auch nicht nur an dem Tag sein, sondern von Freitag bis Montag durchgehend. Okay. Kann man die sammeln. Und ja, schauen wir mal, wie viele Ostereier auftauchen. Dann habe ich noch eine Frage. Wie viele Spiele kannst du denn erklären jetzt? So ungefähr. 50%? Nein. Ich schätze mal, ich kann so ungefähr 100 Spiele erklären. Das okay. ist, wenn man es umrechnet, nicht mal 20% der Spiele, die wir hier haben. Wie viele Spiele habt ihr denn? Wir haben knapp über 500. Wow. Also das hier in den Regalen ist schon ein Großteil der die Spiele, die häufig gespielt werden. Wir haben vor, da hinten noch ein großes Spieleregal hinzustellen und haben deswegen noch einige Spiele im Keller. Und die kommen dann hoffentlich demnächst auch hoch. Sehr cool. Also, insgesamt sind es viel zu viele Spiele, ich werde wahrscheinlich nie alle erklären können, weil die schneller hier reinkommen, als man neue Spiele lernen kann. Aber ich bemühe mich immer mal wieder auf ein neues Spiel zu lernen und macht auch Spaß, Spiele zu lernen. Also super, finde ich genial. Ich hoffe, es wird sich lohnen, dass viele Leute herkommen
und spielen und ihr anbauen müsst. Gut, schön. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Und dann werden wir jetzt mal was spielen. Alles klar. Zusammengewürfelt. Es war echt richtig cool. Wir waren aber auch wirklich alleine am Vormittag jetzt. Es füllt sich aber auf jeden Fall, hat er gesagt, am Wochenende, also samstags und sonntags immer. Da sollte man auf jeden Fall sich einen Tisch mieten oder vorbestellen, besser gesagt, dass man auch ein Plätzchen kriegt. Die Spiele waren wirklich unglaublich viele und wir durften auch einmal runter in den Keller, in den Lagerraum mal schauen, wie viele Spiele sich da noch verbergen. Und ich kann nur sagen, ich war begeistert. Ich würde echt gerne öfter mal herkommen, wenn es nicht so weit weg wäre. Ja, ansonsten machen wir uns jetzt auf den Weg, den ganzen Nachmittag am Sonntag mit dem Auto wieder zu kutschieren nach Berlin in Richtung Heimat. Und es war auf jeden Fall ein sehr aufregendes Wochenende, sehr, sehr cool. Gar nicht anstrengend, sondern ehrlich gesagt richtig entspannt. Gesehen ja. Habt. Leider war der Chef nicht da. Ich weiß gar nicht, ob der im Urlaub war oder nicht. Das egal. Hauptsache, wir konnten rein, wir konnten eine Partie spielen. Sogar zwei Spiele haben wir gespielt. Und ja, haben eine Menge Informationen bekommen. Also, wer Lust und Zeit hat, sollte sich für den Samstag natürlich, wo die Ostereiersuche ist, die aber das Wochenende durchgeht, einfach einen Tisch reservieren und spielen gehen. Denn das ist echt cool. Also ihr habt es gesehen, es ist ein wirklich super cooles Café direkt in München. Und ja, wer da nicht hingeht, ist selber schuld. Ja, das war's. Wir werden mit Sicherheit irgendwann im Laufe, vielleicht im Laufe des Jahres nochmal beim Zusammengewürfelt vorbeischauen. Mal gucken, was sie an neuen Spielen haben oder was sie so anbieten an neuen Sachen. Also ich bin schon gespannt, echt. Ich bin auch gespannt, wie das läuft, weil es ist einfach eine coole Sache, wenn man sich halt treffen will und man hat so einen Punkt, man kann dort spielen und man kann halt neue Spiele sich erklären lassen. Wie cool ist das denn? Muss ich ganz einfach sagen, das ist schon cool. Und sie haben halt auch so Aufkleber auf den Packungen und zwar der Richtung des Schwierigkeitsgrad einfach. Also rot ist wirklich sehr komplex und sehr schwierig und gelb relativ dann einfach oder so. Und das finde ich halt auch eine sehr coole Idee. Sie waren total lieb, nett, freundlich, zuvorkommend und wir hatten aber auch wirklich echt total viel Ruhe, um Aufnahmen zu machen, um ein bisschen zu spielen. Und ich freue mich auf den nächsten Besuch, wenn wir uns da mal wieder blicken lassen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann wisst ihr, einen Daumen hoch, ein Abo wäre cool. Und schreibt was in die Kommentare. Wart ihr schon mal da? Wie gefällt euch das Zusammengewürfelt? Und ja, bis morgen dann. Macht's gut, euer Tigurion.